In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Und herzlich willkommen zum christlich und demokratischen Let's Play von Robin spielt. Mein Name ist David und bin heute wieder Co-Moderator. Ja, hallo liebe Freunde. War eigentlich die falsche Begrüßung. Aber lassen wir das von meiner Seite natürlich auch ein herzliches Willkommen hier zum besten Format auf YouTube. Neben Let's Draw. Neben Let's Draw. Mhm. Da kam leider gar nichts. Nee. Ja, nee. Doch, dürfte er kommen eigentlich morgen. Ist ja egal. Heute haben wir vor etwas Let's Play, weil es ist ja, steht ja kein Special an, das nächste dürfte, ich glaube, Ostern muss es sein. Und dann halt zwischendurch mal ein Let's Show. Am 31. Januar, genau. Und deswegen wird es jetzt wieder Let's Play geben. Und ich glaube schon wieder so viel, denn ich muss ja hier ein bisschen die Folgen in die Länge strecken. Fällt gerade auf, wir haben gar keine Testaufnahme gemacht. Also will ich hoffen, dass man mich hört. Sonst dürfen wir dann nochmal rein. Ach, das ist kein Problem, nicht mehr. Dann sind zwar die Witze nicht mehr so lustig, aber macht ja nichts. Eben, wir haben nochmal, zumindest David hat ein paar Witze ausgesucht und wir haben hier so ein Loch, das habe ich mir vorhin schon, wo ich in die Welt rein bin. That's what she said. Gesehen und ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, was das sein soll, aber ich habe gesehen, hier ist eine Höhle drunter und deswegen machen wir Höhlenexpedition, meine lieben Freunde. Hey, hast du Monster an? Natürlich. Ich war ja, gut so. Ja. Pussy-Modus an. Pussy-Modus. Assapissimo. Ach ja, hast du hier der Pianist nochmal geguckt? Nee, da. Nee, aber fucking Goethe. Und? Immer wieder geil. Nee, den Pianisten, ja, den gucke ich mir nochmal an. Also, nee, ich wollte den kleine. Klein nochmal. Ineinander. Erstmal sacken lassen, ne? Ah, das ist echt geil. Der Pianisten, der haut rein. Hätte so auch noch Napola im Angebot. Können wir mal gucken. Okay. Ach, mit dem Führer, ne? Ja, Elite für den Führer. Okay. Und wer nervt mich denn hier? Unwichtig. Deine Mom. Meine Sag Mom. Ich doch, unwichtig. Meine Mom heißt Daniel. ja. Ja, meine da auch. Ich möchte übrigens bitte mal den Regen ausmachen, der ist nicht nervig. Danke. Escape, T, hoch. Oh, herzlichen Glückwunsch. Das oh. Wie hast du denn das gemacht? Bist du ein Zauberer? Bist du ein Zauberer? Nee, Ja, wir lassen mal friedlich. Nee, wir machen diesmal sogar mal. Oder haben wir eigentlich was zu essen so mäßig da? Ich sehe Äpfel. Äpfel. Ja, komm, wenn schon was Gesundes, dann nehmen wir diesen. Brot, wie krank nur. Brot. Hier haben wir sogar schon neuen. Ich brauche echt mal ein Lager oder sowas. Wäre ein Vorteil. Ja, eben. Hier haben wir noch ein bisschen Weizen. Haben wir kein Fleisch? Aber habe ich keine Tiere abgeschlachtet, leider. Wisst ihr, wie ich mich geärgert habe gestern? Ey, das. Wisst ihr, weil die haben ja extra noch hier Fotos gemacht von dem Konzert und ich. Und ich saß natürlich bloß traurig da und dachte mir so: toll, alle anderen sind auf dem Konzert, bloß ich, ne? Ach, David, das wird wohl schon noch. Das war, möchtest du die Situation erläutern oder möchtest du dir ungeschehen bleiben? Na, ich wünschte, es wäre ungeschehen, beziehungsweise ich wünschte, ich hätte die Möglichkeit gehabt, dorthin zu fahren. Wie hab ich das gemacht? Like a Boss. Ja, würde ich auch sagen. Wie letzte Folge mit dem Master auf Überleitung, ne? Och, das sind Genies, David. Ja, das durch und durch. Soll ich mir mal die haben. Guck mal, wir haben ja Diamanten. Man könnte ja eigentlich mal verschwenderisch sein, weil Eisen haben wir, glaub, gar nichts mehr. Mal Steinspitzhacke. Das ist alles, ich glaube, nicht Stein. Ich glaube, das ist letztens alles für meine Schienen aufgegangen, weil ich möchte nämlich eine. Oh, das hat mich so angekotzt. Es hätte danach halt so eine Autogramm- und Fotostunde gegeben. Oh, ey. Das hat mich richtig geärgert. Ja, spätestens wenn ich dann einen Führerschein habe und das nächste Konzert bei denen stattfinden sollte, sei es jetzt Berlin, vielleicht sogar Leipzig, also noch näher dran, dann fahre ich dorthin, ist mir scheißegal. Wenn ich 18 bin, dann können mich meine Eltern sowieso kreuzweise. Aber machen die denn hier auch so in der Region irgendwas? Oder?
Ja, das nächste war jetzt Berlin und ich glaube, morgen sind sie in Hamburg. Ja. Dann ist als nächstes Köln, glaube ich, dran. Dann München. Und zuletzt sogar noch, fahren sie sogar extra nochmal nach Zürich in die Schweiz. Und das alles in, ja, in diesem Monat, also was heißt in diesem Monat, aller 2 Tage halt. Also schätze ich meinen, das Wochenende noch und dann nächste Woche noch. Die müssen ja Geld haben. Na, die kriegen ja alles, ja, also vieles gestellt von Mediakraft und... Hast du das für umgespielt gehört mit Mediakraft? Ja, das hab alles verfolgt. Ich bin ja richtiger Insider, wenn es um sowas geht. Ich finde sowas eine Frechheit eigentlich. Ja, jeder hat dazu seine eigene Meinung. Man sollte sie nicht zu sehr runtermachen, weil es gibt, wie gesagt, einige YouTuber, die kommen mit Netzwerken gut klar, gerade auch mit Mediakraft. Soll jeder selber die Erfahrung machen, der YouTuber ist und mit einem Netzwerk zusammenarbeiten möchte. Für viele ist es keine Zusammenarbeit, aber wie gesagt, jeder muss sich davon selber ein Bild machen. Das ist meine Meinung. Ja. Gut. Nee, was wollte ich sagen und nicht lügen? Ich bin jetzt mal Richtung Höhle übrigens. Und dann, kam ja gestern auch wieder auf Punkt 12, RTL. Achso. Kam ja wieder hier was Schönes, ein schöner Bericht über YouTuber und da hat mich meine Mutter so drauf angesprochen, sag mal, kannst du ja auch einfach irgendwas auf YouTube machen, um einfach mal ein bisschen Geld zu verdienen? Da sag ich, ja gut, ich könnte zum Beispiel Let's Plays aufnehmen, ich habe ein Headset, ich habe genug Spiele, Freizeit habe ich auch, habe ich ja das aber alles erklärt, du musst ja erst erstmal erfolgreich werden und dann musst du, ja wie gesagt, dann erst auch noch Werbung für deine Videos spielen lassen, das geht ja erst bei bestimmten Voraussetzungen. Ich glaube, bei 10.000 Abonnenten wird man meistens verpartnert. Und das ist eben das Problem. Du musst ja erstmal auf 10.000 kommen. Das ist ja das Problem. Na, mir fehlen nicht mehr viel. Achso, wie viel hast du denn mittlerweile? 10. Naja, besser als gar nichts. Naja, sag ich noch immer. Naja, also. Guck dir die Hölle an. Theoretisch könnte ich das machen. Oder dass wir vielleicht auch mal ein Let's Play Together machen. Das machen wir auf jeden Fall mal. Bloß Minecraft muss ich überlegen. Da muss ich mir, wenn dann die. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin ein Raubkopierer. Ich habe nicht die Originalversion gekauft. Dann muss ich mir, wenn dann, mal eine Version zulegen, kaufen. Und dann muss ich mich ja erst wieder mit allem auseinandersetzen, weil ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Jedenfalls, 27. Januar, GTA 5, also PC-Version. Ich freue mich riesig drauf. Ich werde mir womöglich noch eine zweite Grafikkarte zulegen, denn eine neuere... Für 300 Euro kann ich mir erstmal nicht leisten, da habe ich andere Prioritäten. Aber dass das Spiel wenigstens flüssig läuft. RedTube, da fließt das ganze Geld in. So. Gut, genug gelabert. Warum kann ich dir die Fackel nie platzieren, ey? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls werde ich jetzt den ersten Witz vorlesen. Bekommst du denn überhaupt Kohle? Ja, okay. Gut, fangen wir mal an. Ich bekomme Kohle von YouTube. I'm getting YouTube money. Ein Luxusdampfer verunglückt, doch die Rettungsboote... Was? Reichen nicht. Jeder bekommt eine Schwimmweste und soll springen, aber keiner traut sich. Die Crew ist verzweifelt. Schließlich wird der Captain gerufen. Dieser geht zu der Gruppe, die ängstlich an der Reling steht und redet mit ihnen. Dabei springt einer nach dem anderen ins Wasser. Als alle Passagiere von Bord sind, fragt der erste Offizier den Kapitän, wie er die Leute denn überreden konnte. Na ganz einfach, meint er. Zu dem Deutschen habe ich gesagt, es ist ein Befehl. Zu dem Franzosen, es wäre patriotisch. Den Japanern habe ich versprochen, dass Springen gut für die Potenz wäre. Und dem Italiener habe ich gesagt, Springen sei verboten. Ich weiß, der war schlecht. Jetzt guck mal, ja. Das mit dem Italiener habe ich nie verstanden. Warum? Na, weil Italiener da immer Gesetze brechen. Die haben da auch keine Verkehrsregeln. Die fahren zum Beispiel immer bei Rot. Denen sind Regeln egal, könnte man sagen. Ach so. So ein Untergang fotografiert. Bip, bip, aus. So. Unabsichtlich die Feuerwehr angerufen. Hab schnell mein Haus angezündet, damit ich nicht wie ein Vollidiot dastehe. Das ist so sinnlos, ey. Ja. Wir hatten doch heute auch was. Was hat er beim Foto mir erzählt? Schon wieder vergessen, ne? Weil ich. Nee, der hat ihm irgendwas erzählt. Hier. Ja.
der kann etwas länger dauern. Eine Frau glücklich zu machen ist ganz einfach. Man muss nur ein Freund, Partner, Liebhaber, Bruder, Vater, Lehrer, Erzieher, Koch, Mechaniker, Monteur, Architekt, Stylist, Elektriker, Klempner, Gynäkologe, Psychologe, Psychiater, Therapeut, Lebensberater und dabei muss man, Mann mit Doppel-N, gleichzeitig zuvorkommend, sympathisch, durchtrainiert, liebevoll, aufmerksam, gentleman-like, intelligent, einfallsreich, kreativ, einfühlsam, stark, verständnisvoll, tolerant, bescheiden, ehrgeizig, fähig, mutig, entschieden, vertrauensvoll, respektvoll, hingebungsvoll, leidenschaftlich und vor allem zahlungsfähig sein. Gleichzeitig sollte man darauf achten, dass a. man nicht eifersüchtig ist, aber dennoch nicht uninteressiert, b. man sich mit seiner Familie gut versteht, ihr aber nicht mehr Zeit widmet als der Frau, c. man ihr Raum lässt, sich über was sich aber besorgt zeigt, wo sie war und was sie gemacht hat. Einen Mann glücklich zu machen ist bei weitem nicht so leicht. Der Mann braucht erstens Sex, zweitens Essen. Die meisten Frauen sind mit diesen vielfältigen Bedürfnissen natürlich total überfordert. Was lernen wir daraus? Ein harmonisches Zusammenleben ist gar nicht so schwer. Würden wir Männer endlich erkennen, dass wir unsere hohen Ansprüche ein klein wenig zurückschrauben müssen. Geil, ne? Der ist noch schlechter als der vorher. Ja. Oh, der kommt auch gut. Papa, was ist Frauenlogik? Du hast Hausarrest. Was? Warum? Käsebrot. Das ist Frauenlogik. Ist aber manchmal wirklich so. Ja. Was will er machen? So ein Scheiß, ey. Ganz Käsebrot. Oh. Im Folgenden eine wirklich gestellte Frage im Abschlusstest Chemie der Uni Maynooth, Grafschaft. Was kickt der Irland? Die Antwort eines Studenten war so tief erschütternd, dass der Professor seinen Kollegen nicht vorenthalten wollte und über das Internet verbreitete, weshalb wir uns ebenfalls darüber amüsieren dürfen. Bonusfrage. Ist die Hölle exotherm, also gibt Wärme ab, oder endotherm, absorbiert Wärme? Die meisten Studenten mutmaßten mit Hilfe von Boyles Gesetz, dass sich Gas beim Ausdehnen abkühlt und die Temperatur bei Druck sinkt, oder etwas in der Art. Ein Student allerdings schrieb Folgendes. Zuerst müssen wir herausfinden, wie sehr sich die Masse der Hölle über die Zeit verändert. Dazu benötigt man die Zahl der Seelen, die in die Hölle wandern, und die Zahl jener Seelen, die die Hölle verlassen. Ich bin der Meinung, dass man mit einiger Sicherheit annehmen darf, dass Seelen, die einmal in der Hölle sind, selbige nicht mehr verlassen. Deswegen verlässt keine Seele die Hölle bezüglich der Frage, wie viele Seelen in die Hölle wandern können, uns die Ansichten der vielen Religionen Aufschluss geben, die in der heutigen Zeit existieren. Bei den meisten dieser Religionen wird festzustellen sein, dass man in die Hölle wandert, wenn man ihnen nicht angehört, da es mehr als nur eine dieser Glaubensbekenntnisse gibt und weil man nicht mehr als einer Religion angehören kann, kann man davon ausgehen, dass alle Seelen in die Hölle wandern. Angesichts der bestehenden Geburts- und Todesraten ist zu erwarten, dass die Zahl der Seelen in der Höhle exponentiell wachsen wird. Betrachten wir nun die Frage des sich ändernden Umfangs der Hölle. Da laut Boyles Gesetz sich der Rauminhalt der Hölle proportional zum Wachsen der Seelenanzahl ausdehnen muss, damit Temperatur und Druck in der Hölle konstant bleiben, haben wir zwei Möglichkeiten. Erstens, sollte sich die Hölle langsamer ausdehnen als die Menge hinzukommender Seelen, wird die Temperatur und der Druck in der Hölle so lange steigen, bis die ganze Hölle auseinanderbricht. Zweitens, sollte sich die Hölle schneller ausdehnen als die Menge hinzukommender Seelen, dann werden Temperatur und Druck fallen, bis die Hölle zufriert. Welche der Möglichkeiten ist es nun? Wenn wir Sandras Prophezeiung mit einbeziehen, die sich mir gegenüber im ersten Studienjahr geäußert hat, nämlich, dass es in der Hölle ein kalter Tag sein wird, bevor ich mit ihr schlafe, sowie die Tatsache, dass ich gestern mit ihr geschlafen habe, kommt nur Möglichkeit 2 in Frage. Deshalb bin ich überzeugt, dass die Hölle endotherm ist und bereits zugefroren sein muss. Aus der These, wonach die Hölle zugefroren ist, folgt, dass keine weiteren Seelen dort aufgenommen werden können und sie erloschen ist, womit nur noch der Himmel übrig bleibt und die Existenz eines göttlichen Wesens beweist, was wiederum erklärt, warum Sandra gestern Abend die ganze Zeit "Oh mein Gott" geschrien hat. Dieser Student erhielt als einziger einen Einser. Einkaufswarnung. Freitag ist Feiertag. Die Lebensmittelversorgung auf unserer Erde endet am Donnerstag für immer. Bitte drehen Sie durch.
Ach, herrlich. Ja, von der Leyen ruft bei den Ludolfs an. Eurofighter. Moment, ich frag mal. Peter, Eurofighter-Teile. Haben wir da? Hey, warte. So. Englisch Lektion 1. Onion Rings. Gleich Zwiebel ruft an. Nee, David, ey. Oh, oh Gott. Da habe ich wirklich lange Zeit drüber nachgedacht, also um das zu verstehen. Die Erklärungen der folgenden Begriffe. Sozialismus, du besitzt zwei Kühe, eine Kuh musst du deinen Nachbarn abgeben. Du wirst gezwungen, eine Genossenschaft zu gründen, um den Nachbarn bei der Tierhaltung zu helfen. Kommunismus, du besitzt zwei Kühe, die Regierung nimmt dir beide weg und verkauft nur die Milch. Du stehst stundenlang für die Milch an, sie ist sauer, du bist sauer. Liberalismus, du besitzt zwei Kühe, die Regierung nimmt dir beide weg und schenkt dir die Milch. Christdemokratie, du besitzt zwei Kühe, dein Nachbar besitzt keine, du behältst eine und schenkst den armen Nachbarn die andere, danach bereust du es. Freidemokratie, du besitzt zwei Kühe, dein Nachbar besitzt keine. Und? EU-Bürokratismus, du besitzt zwei Kühe, die Regierung nimmt dir beide weg und schlachtet eine Kuh ab, die andere wird gemolken und die Milch vernichtet. Bankgesteuerter Kapitalismus, du besitzt eine Kuh, die Bank leiht dir kein Geld, um Kühe zu kaufen, da du keine Kuh als Sicherheit anbieten kannst. Eine amerikanische Firma. Sie besitzen zwei Kühe, sie verkaufen eine und zwingen die andere Milch für vier zu geben. Sie sind überrascht, dass sie tot umfällt. Sie geben eine Presseerklärung heraus, in der sie erklären, sie hätten ihre Kosten um 50% gesenkt, ihre Aktien steigen. Eine Firma aus Österreich. Jede Kuh hat einen Titel. Es werden Ausschüsse, Unterausschüsse und Gremien gebildet und Gutachten eingeholt. Das Ergebnis ist provisorisch, bleibt aber für immer. Die Milch wird sozialpartnerschaftlich verteilt. Jeder Bolle hat ein Privileg. Eine französische Firma. Sie besitzen zwei Kühe. Sie streiken und fordern drei Kühe. Sie gehen Mittagessen. Man lebt auch nur einmal. Eine japanische Firma. Sie besitzen zwei Kühe. Sie designen sie neu. Sind sie 10-mal kleiner und geben 20-mal mehr Milch als eine gewöhnliche Kuh. Jetzt kreieren sie einen cleveren Kuh-Cartoon, nennen ihn Kuh-Kirmon und vermarkten ihn weltweit. Eine deutsche Firma, sie besitzen zwei Kühe. Sie konstruieren sie neu, sodass sie 100 Jahre alt werden, einmal im Monat fressen und sich selber melken. Leider fordern die Kühe 13 Wochen Urlaub im Jahr. Eine britische Firma, sie besitzen zwei Kühe, beide sind wahnsinnig. Eine italienische Firma. Sie besitzen zwei Kühe, wissen aber nicht, wo sie sind. Sie melken deshalb die EU und während sie vorgeben, die Kühe zu suchen, sehen sie eine schöne Frau. Sie machen mit ihr Siesta. Das Leben ist schön. Eine griechische Firma. Sie besitzen keine Kuh, wollen aber Milch. Eine russische Firma. Sie besitzen zwei Kühe, sie zählen sie und kommen auf 5 Kühe. Sie zählen nochmals und kommen auf 42 Kühe. Sie zählen nochmals und kommen auf 12 Kühe. Sie hören auf mit Zählen und machen eine neue Flasche Wodka auf. Kommt noch besser. Die Mafia kommt vorbei und nimmt ihnen, wie viele Kühe es auch immer sein mögen, alle ab. Eine Schweizer Firma. Sie haben 5000 Kühe, von denen keine ihnen selbst gehört. Sie kassieren Geld von anderen für die Unterbringung, aber sie erzählen es dafür niemanden. Oh, mein Mund ist trocken. Das ist geil. Gott erschuf den Esel und sagte zu ihm, du bist ein Esel, du wirst unentwegt von morgens bis abends arbeiten und schwere Sachen auf deinen Rücken tragen. Du wirst Gras fressen und wenig intelligent sein. Du wirst 50 Jahre leben. Darauf entgegnet der Esel, 50 Jahre sind zu leben, ist viel zu viel. Gib mir bitte nicht mehr als 30 Jahre. Und so war es. Dann schuf Gott den Hund, sprach zu ihm, du bist ein Hund, du wirst über die Güter der Menschheit wachen und deren ergebenster Freund zu sein wirst. Du wirst das essen, was der Mensch übrig lässt und 25 Jahre leben. Der Hund antwortete, Gott, 25 Jahre so zu leben ist viel zu viel. Bitte gib mir nicht mehr als 10 Jahre. Und so war's. Dann erschuf Gott den Affen und sprach, du bist ein Affe. Du sollst von Baum zu Baum schwingen und dich verhalten wie ein Idiot. Du wirst lustig sein und so sollst du für 20 Jahre leben. Dafür sprach Gott, 20 Jahre als Clown der Welt zu leben, ist viel zu viel. Bitte gib mir nicht mehr als 10 Jahre.
Und es war so. Schließlich erschuf Gott den Mann und sprach zu ihm: Du bist ein Mann, das einzige rationale Lebewesen, das die Erde bewohnen wird. Du wirst deine Intelligenz nutzen, um dir die anderen Geschöpfe untertan zu machen. Du wirst die Erde beherrschen und für 20 Jahre leben. Darauf sprach der Mann: Gott, Mann zu sein, für nur 20 Jahre ist nicht genug. Bitte gib mir die 20 Jahre, die der Esel ausschlug, die 15 des Hundes und die 10 des Affen. Und so sorgte Gott dafür, dass der Mann 20 Jahre als Mann lebte, dann heiratet und 20 Jahre als Esel von morgens bis abends arbeitet und schwere Lasten trägt. Dann wird er Kinder haben und 15 Jahre wie ein Hund leben, das Haus bewachen und das Essen, was die Familie übrig lässt. Dann im hohen Alter lebt er 10 Jahre als Affe, verhält sich wie ein Idiot und amüsiert seine Enkelkinder. Und so ist es auch heute noch. Das ist aber wirklich manchmal so der Wett. Ja. Was sind das nur für Zeiten? Cola ohne Zucker, Kaffee ohne Koffein, Zigaretten ohne Nikotin, Frauen ohne Emotionen und Männer ohne Eier. Wo hast du mal solche Sprüche her, Alter? Oh, der ist richtig gut. Sprechen Sie. Eines Nachts brachte ein Typ seine Freundin nach Hause. Dort angekommen beim Austausch des Gute-Nacht-Kusses fühlte er sich ein wenig geil. Mit einem Anflug von Vertraulichkeit lehnte er sich mit der Hand an die Wand und sagte zu ihr: Liebling, würdest du mir einen blasen? Sie entsetzt: Bist du verrückt? Meine Eltern würden uns sehen. Hab dich nicht so. Wer sieht uns schon in dieser um diese Uhrzeit? Nein, bitte, kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn wir erwischt werden? Oh, bitte, ich liebe dich so sehr. Nein und nochmals nein. Ich liebe dich auch, aber ich kann's einfach nicht. Freilich kannst du, bitte. Plötzlich ging das Licht im Treppenhaus an. Die jüngere Schwester des Mädchens erschien blinzelnd im Pyjama und sagte verschlafen: Papa sagt, mach hin und blas ihm ein. Wenn nicht, kann auch Mama runterkommen und es machen. Oder ich, wenn es sein muss, sagt der Papa, kommt er selber runter und macht es. Aber um Gottes Willen, sagt dem Arschloch, er soll seine Hand von der Sprechanlage nehmen. Was sind das denn für Sprüche, Alter? Ja. Wir beenden mal gleich mal fix die Folge und dann tun wir mal gucken und machen lieber noch eine zweite, weil das sind schon wieder 20 Minuten. Okay. Meine lieben Freunde, ich hoffe, es geht von der Tonqualität, dass wir das Ganze nochmal aufnehmen. Also, haut rein, bis jetzt in der nächsten Folge. Bis gleich und Hasechi. Hasechi. So, FNF3 drücken.